So, Newspaper. Datiert auf den 8. August 1973, Schließung der Fabrik in Little Hope. Der Verlust von hunderten Arbeitsplätzen wird die Stadt zugrunde richten. Beinahe 600 Arbeitsplätze werden in Little Hope verloren gehen, wenn die Ravenden Textilfabrik im September ihre Tore an der Harvard Road schließen wird. Von der Entlassung sind sowohl Beschäftigte in der Hauptfabrik als auch in den Nebenbetrieben der Stadt betroffen. Die Entscheidungen wurden am Dienstag von Hazel Carver bekannt gegeben. Schon wieder ein Carver, einer Geschäftsführerin des Familienunternehmens, das seit über 160 Jahren der Hauptarbeitgeber der Stadt ist. Es war eine traurige Entscheidung für uns. Wir betrachten die Arbeiter in der Fabrik als ein Teil unserer erweiterten Familie. Und wir wissen, wie viele Ravenden für sie bedeuten. Aber wir können das Geschäft nicht mehr weiterführen. Unleserlicher Bullshit. Gespräch mit der Familie Carver erklärten McCarthy, aber während die Tochter empfänglich für die Ideen der Gewerkschaft sind, um die Fabrik zu retten, wurden sie von Bürgermeister Carver stets abgelehnt. Ha, schau mal. Wir wollen eine Partnerschaft mit der Familie, um ihr Unternehmen und unseren Lebensunterhalt zu retten, aber anscheinend will der Bürgermeister keine Partner. Ein weiteres Gewerkschaftsmitglied, das anonym bleiben möchte, brachte seine bittere Meinung zum Ausdruck. Es geht nur ums Land. Die Stadt gehört schon seit Generationen den Carvers. Wenn sie aus dem Land keinen Profit schlagen können, drehen sie die Hähne zu. Da die Fabrik die Haupteinnahmequelle der meisten Familien der Stadt ist, machen sich viele Sorgen um die Zukunft. Die Schließung der Fabrik wird die Stadt zugrunde richten, teilte ein Fabrikarbeiter dem Herald mit. Wir, Ferryman, Busfahrer, gesucht, aha, volle Ausbildung, gewährleistet Uniform, zur Verfügung gestellt. Bewerbung an Prime Transit, 12 Eden Street, Northbridge, MA und so weiter. Hm. So, guck mal an. Ein Busfahrer ist gesucht. Was hat er mit einem Busfahrer zu tun? What the hell? Nichts. Den wir jetzt auch nicht mehr erschießen können. Weil er hat keine Waffe mehr. Aber vielleicht hat der Busfahrer ja noch eine einzelne Waffe, also eine eigene. Oh, ist er? Achso, ja. Das war ja Judge. Ja. Wer ist er eigentlich? Er haut so ja nicht irgendwie in die Gruppe rein, wa? Was ist das? Was hast du da? Eine Fliese? Das hat doch irgendwo geklebt. Was war das? Thomas Wyman. 1643 bis 1701. Als mehrere Menschen in Little Hope als Hexen beschuldigt wurden, hatte Thomas den Vorsitz inne. Später bereute er, der Aussage eines Kindes so viel Gewicht beigemessen zu haben. Die aktuelle Fabrik wurde auf dem ehemaligen Wohnsitz Wymans gegründet. Mhm, so. Ob das immer so gut ist, das weiß ich nicht. Ja, das... Ach, ja. Sammel-Notchet. Was soll das heißen? Will einer, was das heißt? Samuel L. Aber Notchet? Gucken wir mal. Nachdem ich den Brief von Captain Bond beziehentlich den Vorfall in Little Hope gelesen und die Anträge der Einwohner gehört habe, möchte ich mit diesem Schreiben meine Betroffenheit ausdrücken. Pastor Carvers Lehren wichen vom wahren Glauben und Frömmigkeit ab. Sein Geist entfernte sich von der Gemeinschaft der Heiligen und gab sich über viele Jahre der Sünde hin. Nachforschungen sollen hinsichtlich seiner früheren Taten angestellt werden, die die Stadt infiziert und verdorben haben. Ich bitte darum, einen Beirat zu gründen, um die Geschehnisse des letzten Jahres samt der Beteiligung des Mädchens auf den Grund zu gehen. Untertänigst Toss Wyman Richter. Der Toss Richter. Ist aber ein geiler Name, Alter. Toss. Taschen, bitte Toss. Ich bin der Toss. Ist doch nicht mal alle Tossen im Schrank. So. Okay, also, wir sind ja von da oben gekommen. Da waren wir gerade. Oh Gott, hier geht's ja auch noch weiter. Ja, da freut mich, dass so viel zu lesen ist. Schön. Schön. Nimm mal einen Schluck Wasser vorher. East Country Combination Kommission. Fabrikschließung. Die Fabrik wurde aufgrund der Liquidation von Little Hope Textile Ltd. geschlossen. Aufgrund mehrerer Vorfälle seit der Schließung ist der Zutritt zur Fabrik untersagt.
Versuche, das Gebäude zu betreten, werden als kriminelle Verstöße geahndet. Ehemalige Mitglieder, Mitarbeiter, die ihr Eigentum zurückhaben möchten, können uns unter 555 Schuh kontaktieren. Dope. Dope. Don't do it. Don't do it. Was steht da oben? Last? Last scene. Irgendwas. Oh. 5.50 Uhr. Ray oder Pat. Okay. Ja, das ist die Wandtafel von Lope. Aber hier geht's raus. Wir suchen doch eigentlich einen Weg nach draußen. Ansehen? Ach nee. Ja, da waren wir das, ne? Mhm, hatten wir schon. Ja. Ey, diese Mini-Taschenlampe, die er da mit sich trägt. So, okay, so eine Luft. So, gibt's ja hier noch was Schönes. Hörst du das? Holt das im Gebälk. Da, unter uns. Wir müssen unbedingt hier raus. Schnell. Nimmt immer ein Lächeln auf den Lippen. Ah, trotzdem noch mal gucken, ob ich hier was finden. Guck mal, hier, hier liegt noch was. Schön, schön. Guck mal, das ist nichts mehr lesen. Warum lese ich eigentlich? Du spielst. Ja, aber ich lese nicht. Toll. Oh. Oh. Datiert. Oh. Ja, jetzt ist mir egal. Wir lesen jetzt Zeitung. Du kannst brüllen, wie du willst. Datiert 21. Januar 1972. Tragischer Brand durch Kinderspielzeug ausgelöst. Aha. Der Auslöser eines schrecklichen Brandes eines Wohnhauses in Little Hope an diesem Wochenende konnte ein Kinderspielzeug gewesen sein. Leutnant David Farr von den Feuerwehr Little Hope teilte dem Herald mit, dass der Gasherd in der Küche angelassen und eine Kinderpuppe daneben platziert wurde. Er glaubt, dass die Puppe Feuer fing und vom Herd fiel und dadurch die Küche in Brand setzte. Das Feuer förderte 5 Tote unter der Familie Clark. Ein Überlebender, haha, Anthony Clark, 18, wurde von der Polizei nach Verhaftung wegen, hören wir nicht so schnell vormachen hier, Verdachts der Brandstiftung befragt. Die Ermittlung in Bezug auf das Feuer scheint den jungen Mann aber zu entlasten und er wird heute entlassen. Warte mal kurz, Anthony hat überlebt. Ja. Anthony Clark hat überlebt. Obwohl er ins Feuer gerannt ist. Na, scheiß die Wand an. Sag mal, das ist ja auch ein Ding. Da wurden wir aber ganz schön gefoppt am Anfang noch. Der Pastor der Familie, Reverend Leonard Carson von der Bischofskirche St. David, meinte, das Feuer sei eine Tragödie gewesen. Es ist schrecklich, wenn eine Familie auf diese Weise dezimiert wird. Das ist aber eine tolle Formulierung. Sie hat es nicht leicht, wie so viele andere Familien auch. Aber es war eine gute, hart arbeitende und liebevolle Familie. Und ich habe ihr während ihrer Schwierigkeiten beigestanden. Ja, das sagen sie im Nachhinein alle immer. Das ist eine Tragödie und ich hätte nicht so enden sollen. Bis dato wurde noch kein Termin für das Begräbnis festgelegt. Sowohl die Feuerwehr als auch das Büro des Bürgermeisters lobten die Schnelligkeit der Polizeibeamten, die als erstes am Schauplatz eintrafen und verhindern konnten, dass der Brand sein 6. Opfer forderte. Durch das schnelle Denken der Beamten Reynolds und Hoffmans konnte ein weiterer Tod verhindert werden, empfiehlt der Bürgermeister die beiden Männer für die Auszeichnung. Marine-Veteran-Treffen, 3rd Force Raccoon, Vietnam, oder? Die alle sagen Namen. Ort, Veteranenhalle, Northbridge, MA, 12. Februar, 1400. Weitere Infos findet ihr unter 555, ihr wisst es, Schuh. 555 Schuh, ja? Ja. Woher ist das, Benny? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt 555 Nase, aber... Nein, wählt 555 Schuh. Ich sage nur El Bagni. Schrecklich nette Familie mit El Bandi. So. Ich will es noch nicht schieben. Na, wir haben keine andere Möglichkeit, oder? Haben wir nicht noch eine Tür? Ja, wir haben hier noch eine Tür, aber die können wir nicht bewegen. Okay, also müssen wir schieben. So. Cancelled Order. Oh, das geht wieder zurück. Das ist schwer. Andrew, beweg deinen Arsch und hilf mir. Andrew. Was ist? Ich gehe hier hin. Du da drüben. Dann schieben wir. Gut. Und los! Los, push it. Ich gehe hier hin und du da hin. Dann schieben wir. Oha, okay. Oh, shit! Okay. Was, wie denn das jetzt nur? Ist da der ganze Bogen weggesackt oder was?
Oh je. Hey, alles gut bei dir? Nein. Hilfe! Andrew! Ich kann auch eine Version. Hochziehen. Hochziehen! Du flexst wie eine Katze, Alter. Pin me down, Alter. Zieh hoch, Junge! Lass ziehen! Zieh! Wenn er jetzt loslässt, hat er sofort das Rohr am Hals, Alter. Ich opfer mich für die Gruppe. Was für eine Gruppe, Mann? Da sind nur noch zwei. Das ist die Gruppe. Round one. Flawless victory. Daniel wins. Aber haben wir jetzt eventuell... Los jetzt, bevor noch was passiert. Wir sind jetzt nicht mit drin gesprungen und haben nicht mit angegriffen. Also werden wir wahrscheinlich nicht zusammen aus dem Abwasser laufen. Würde ich das jetzt meinte mal ich. Denken. Genau das meine ich.